So, ja, herzlich willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed. Mein Name ist, wie immer, Gigo Akagiratobi. Ja, ich stelle mich immer vor einem Video, mich immer vor. Manchmal lasse ich das auch sowieso sein. Manchmal Ende eines Parts oder so, also eines Videos. Da jetzt immer groß zu reden, um das sich manchmal in die Länge zu ziehen. Es kommt immer darauf an, wie viel eine Aufnahmezeit und Lust man immer hat. Aber das mit Begrüßung steht bei mir immer an vorderster Stelle. Ja. Oh, ich habe auch momentan ziemlichen Rückenschmerzen von der Arbeit, weil dieses Packen geht irgendwie voll auf den Rücken, meine ich. Es tut so weh, ey. Das ist ohne Witz. Also man ist 12 Stunden lang weg. Buckelt sich da, glaube ich, 8 Stunden ab, so ungefähr. Und ja, 7,5 Stunden kann man sagen. Die halbe Stunde Pause zählt ja nicht. Aber trotzdem, also das tut schon voll. Also ganz besonders tut mir hier das mein linken Schulterblatt weh, also hinten. Ihr dürft nicht hier sein. Also oberste linke, so wo die Schulter ist, so ein bisschen runter hier. Tut das da voll ziemlich weh, ey. Zieht auch ordentlich, finde ich. Wenn ich mich so ein bisschen nach hinten lehne, dann tut das auch ein bisschen weh. Aber ich kann euch sagen, Es das ist tut weh. vollbracht. Wir haben heute den letzten Proviant auf sein Schiff gebracht. Wie viel ist es? Genug für mehrere Wochen. Was mag er wohl vorhaben? Mag sein, dass er flüchten möchte. Er scheint große Angst zu haben. Wie dem auch sei, ich muss gehen. Er bat mich, einen Brief zu einem Kurier am Johannistor zu bringen. Ich sollte ihn nicht warten lassen. Dann lass ihn mal nicht warten, mein Freund. Nein, ich bin kein Verdächtiger, ne? Wir verstecken uns mal hier hinten so. Nein, ich kann dir keine Münzen entbehren, es tut mir leid. Nein, ich habe kein Geld. Sieht so cool aus, wie das so leuchtet. So auffällig seine Tasche. Ja, ich bin gleich. Aber lass mich doch mal Ruhe, du Blöde! Versaust mir alles. Oh, bist du doof? Geh mal weg! Mann! Weißt du was? Geh mal weg, ey. So, jetzt. Ehrlich, wenn die mir noch weiter auf den Sack gegangen wäre, dann hätte ich sie gegriffen und weggeschubst. So. Jetzt kümmern wir um dich, mein Freundchen. Ah, oh, das ist da so ein Wache. Ja. Geschafft. Brief, der beweist, dass Siebrand sich auf seinem privaten Schiff zurückziehen wird. Okay. Meine coole Information. Dann wissen wir ja mal Bescheid, was da so treibt, der Kerl. Gehen wir zum nächsten Aussichtspunkt. Schauen wir mal, ob wir da jetzt. Oh. Vielleicht dann noch irgendwie einen weiteren Anhaltspunkt finden, irgendwie zu einer weiteren Nachforschung. Oh, da ist wieder ein Wache. Ah, zu spät. Zu spät. Er ist ein Assassine. Konnte uns nicht so schnell warnen. So. Gucken wir mal, was wir hier so entdecken werden. Bin ich mal voll gespannt so drauf. Schau mal. Ah, toll, das wieder mal gar nichts. Wo soll ich jetzt mal gucken? Wo soll ich mal gucken? Ich glaube, ich guck mal da. Das sieht da so frei aus. Ich hoffe mal, dass wir da was finden. Oh, das sind Wachen. Ausgerechnete da Wachen. Wie kommen wir am besten dahin? Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Hey. Aber da können wir rein.
Das ist cool. Im Hafen von Akon. Akon, 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 Akon. Akon, Akon, Akon. Scheiße. Ich sag. Oh ja, das kann sein. Nein! Eigentlich sterben wir ja, wenn wir Wasser landen. Ist er so lange noch? Nein! Bei Assassin's Creed 1. Ja, super. Apropos Wasser. Da fallen wir auch noch rein. Cool, Wasser gestorben. Yeah. Ist er wieder da respawned, wo wir nicht respawnen wollten. Aber gut. Dann gehen wir mal wieder in das andere Tor, wo erlaubt ist, da durchzugehen. Genau. Ich werde jetzt gejagt, nur weil hier Leute mich geschubst haben. Darum fände ich auch diese komischen Psychopathen auch ein bisschen scheiße hier im Spiel. Aber okay. Ey, was greift der mich da einfach? Alter. Was? Ich fall mich erstmal hin, ich bin Alkoholiker, so. Genau. Schubst mich einmal im Wasser, Alter. Schubst mich einmal im Wasser, mein Freund. Du glaub mir, du kriegst eine Beule, die wirst du so nicht wieder schnell los. Aber das soll bestimmt irgendwie so ein Leuchtturm sein. Alter, ist das extrem. Soll ich die mal unauffällig ausschalten? Du Heide! Oh, da kommt ausgerechnet auch noch so ein heftiger Templer unterher mit diesem komischen roten Helm. Zack! Spüre meine Silberklinge. Oh. Und auf mich zu stalken. Wie komme ich da hoch? Da. Zack. Ich hau euch alle nach unten. Bin wie so ein fieser COD-Camper. Komm schon. Kletter höher. Ja. Die Steine haben sich getroffen. Juhu. Boah. Das war richtig knapp, sage ich euch. Alter, wie die immer gleich so mit Steinen werfen müssen. Voll so aggressiv, die Leute. Da kommen wir hoch. Da sind wieder solche Panüppels. Panüppels nenne ich die mal so. Mann. Okay. Boah, wir klettern voll in den Leuchtturm hier hoch. Ein Fackelturm. Früher gab es auch keine Lampen, ne? Ganz schön viel Vogelschiss hier oben. Über so weiße komische Spuren. Naja, wenigstens haben die das auch mal beachtet, dass sowas auch gibt, ne? Ja. Cool, wir haben jetzt einen weiteren. Da sollen wir Befragung machen. Mal gucken, wo wir reinspringen. Ach, da. Komm schon. Anonym machen. Wach anonym. Aber guck mal, wie die allein da rumspringen und hocken. Das sieht doch so scheiße aus, oder war nicht? Tch. Ey, die tun selber einen auf Assassine oder so, ne? Wie akrobatisch einige Ritter sind, obwohl die jetzt nicht so eine Rüstung haben wie, also wir haben ja keine Rüstung wie die, ne? Ah, da ist eine Wasser reingefallen. Noob. Achso, ich dachte schon, er will gar nicht mehr aus dem Heu raus, weil es so kuschelig warm ist. Ihr dürft nicht hier sein. Ja, das ist bestimmt so eine Sperrzone. Oh. Überall Wachen hier. Kommt nicht näher. Tja, stirb. Nein! Oh, Mann, ist das doof. Die Steuerung war früher noch nicht so nice bei Assassin's Creed. Bei 2 wurden auf jeden Fall welche Sachen verbessert. Aber, na, jetzt sind wir schon wieder hier oben. Mann, ich will hier weg von diesen komischen Dingern.
Geh aus dem Heu raus, danke. Ja. Ich hab's ja kapiert. Alles gut. Ich gehe einfach jetzt zu der Befragung hin. Zu der Befragung. Die Brands werden alle Handelsschiffe dem Deutschen Orden überstellt. Löscht eure Ladung. Die Schiffspapiere müssen bis zum Mittag des morgigen Tages. Das ist ein Templer. Lass mich in Ruhe, du Alkoholiker. Der Deutsche Orden hier. Ach, wir kommen da nicht einfach so leicht hin. Ich glaube, wir müssen mal hier vom Hafen runter. Ach man, was machst du da gerade, Alter, ihr? Die gehören gehängt, yo. Lass mich mal bitte da durch. Danke. Stehen auch alle voll krass im Weg manchmal hier im Spiel. Warum springt der da drauf? Alter, ihr, was machst du denn da? Ich drücke keine einzige Taste und dann macht er irgendwelche akrobatischen Leistungen da. So, dann gehen wir mal schnell zu der Befragung dahin. Oh mein Gott! Wo hockt er denn? Ach, da ganz da hinten. Boah. Was machst du denn da? Du sollst ja dich da drin klemmen. Alter, ihr Mensch. Oder sie wieder wachen. Und ein weiterer Wachturm, den ich jetzt auch noch mal schnell synchronisieren will. Wow. Yay. So. Alter, wie die Zeit vergeht. Wir haben ja schon wieder über 12 Minuten Aufnahme. Fast 13. Okay. Zweimal Informanten. Was ich gar nicht cool finden tue. Ich mag diese Informanten-Dinger nicht. Ganz besonders, wenn man da irgendwelche Leute unauffällig töten muss. Beschwerden und Klagen müssen dem Obmann der Zunft beim Gerichtshof vorgebracht werden. Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. So, jetzt bist du dran. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Ja, der wird sein Schiff abgebrannt, ne? Scheint auch irgendwie so ein komischer, heiliger Typ zu sein. Ich mach doch gar nichts. Oh, das sind Wachen. Voll so. Ein bisschen anfassen. Ich will ihn irgendwo schlagen, wo keine Wachen sind. Oh, geh doch weg, Mann. Oh, zieh Leine. Oh, ihr stinkt voll, wisst ihr das? Ihr geht mir richtig auf den Piss, ihr blöden Bettler. Geht doch weg. Oh, geht doch weg, bitte. Ich will euch nicht krapschen und euch sagen, ey, ihr sollt mal abhauen. Okay, Faust haben wir aktiviert. So, dann schlagen wir ihn jetzt hier zu Brei. Ist mir egal, ob die anderen sich einmischen, die Huren. Wie armselig. Aua, box mir nicht immer in die Fresse, Alter. Alter, ihr seid doch voll scheiße mit eurem Boxen, ne? Aua. Ein Messer halten. Aua.
Wir müssen uns mal kurz erholen, weil die boxen uns irgendwie hier nieder. Aua. Alter, hört mal auf, chip euer Leben, ey. Ja, sicher, Alter. Der boxt nämlich voll nieder, der Sack. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie. Was ist los mit denen, ey? Hat er Boxen gelernt oder? Boah. Na gut. Dann in den nächsten Part halt.